Ja, hallo Leute, heute wäre das Wochenende gewesen, an dem die Crawler City ursprünglich hätte stattfinden sollen. Mega geiles Wetter, wir haben es jetzt irgendwie 17.28 Uhr. Es ist immer noch bollerwarm. Ja, und was möchte ich mit euch machen? Ich möchte euch eine kleine Geländebegehung, Geländeguide machen, will euch ein bisschen was zeigen. Wird so ein IT-OT-Mix, schauen wir einfach mal, wie es wird. Ja, wenn ihr dann auf dem Gelände angekommen seid, seht ihr hier hinter mir, das sind diese beiden sogenannten Spiegelgebäude. Das ist dann der Parkplatz, wo ihr eure PKWs abstellen könnt. So, und von hier aus gehen wir jetzt weiter. Wo geht's zur Anmeldung? Also, folgt mir, Leute. Ab dem Schild beginnt sozusagen das Spielfeld. Das heißt also, alles, was dahinter sich befindet, ist letztlich unser Spielfeld. Und wenn ihr von der anderen Seite kommt, ist das dann jeweils aus der Richtung, aus der wir gekommen sind, eben halt kein Spielfeld mehr. Ja, wie ihr sehen könnt, hinter mir dieses Gebäude, das ist das Gebäude, in dem ihr euch anmelden müsst. Also nachdem ihr euer Auto abgestellt habt, geht ihr die paar Meter hierher und dort in dem Gebäude ist dann auch die Anmeldung. Das heißt, da könnt ihr euch dann anmelden, dass ihr da seid. Dann kriegt ihr dementsprechend ja eure Spielerutensilien ausgehändigt. Daneben hinten in den Wald rein, wird dann auch der Chronostand sein. Das heißt, bringt eure Waffen und so weiter dann sofort mit und dann könnt ihr da eben halt eure Waffen auch noch kronen. Ja, und auch in dem Gebäude bei der Anmeldung könnt ihr dann euren Schwierigkeitsgrad halt wählen, so wie wir das, sag ich mal, in unserem System vorgesehen haben. Wenn es da irgendwelche Fragen gibt, die freundlichen Damen und Herren an der Anmeldung werden sie sicherlich gerne beantworten. Ja, ich bin neu hier in der Gegend. Mein Name ist Olli, ich bin der Händler. Das heißt, ich habe ein Angebot bekommen und kann hier in der Nähe den Surplus-Laden aufmachen. Vermute mal, dass das sogenannte Schering-Gebäude ist, beziehungsweise das Schering-Werksgelände von diesem Chemieunternehmen. Ja, irgendwie blöd. Ich stehe hier nämlich mitten in der kontaminierten Zone und normalerweise würde ich jetzt drauf gehen. So, was brauche ich? Wenn ich mich in diesem Bereich hier befinde, die ganze Straße runter, kann ich das alles nur mit Atemschutzmaske machen. Also, wenn ihr hier reingeht, vergesst nicht, eure Atemschutzmaske aufzusetzen. If I only could. Alles, was runter die Straße geht, sind etwa 2 Kilometer. Und alles das, was ihr hier rechts seht, ist nach wie vor noch kontaminierte Zone. Das heißt, da müsst ihr eine Atemschutzmaske tragen. Das ist der Eingang zu Old Town. Old Town ist ja ein altes Dorf, eine alte Stadt, ziemlich verfallen und im Prinzip, sage ich mal, ist der östliche Eingang hier dieser sogenannte Tower. Das wär's für dich gewesen. Hast nicht aufgepasst. Nein, also das hier ist Old Town. Das ist, ja, sag ich mal, eine alte Stadt mit alten Lagerhallen.
Ja, ist, sag ich mal, immer ganz gut. Hier findet man das ein oder andere noch. Auf jeden Fall lohnt sich die Suche. Bin ich gelandet? Alter! Was? Hast du nicht aufgepasst oder was? Ja, deine Verletzung sieht ja nicht so toll aus. Aber hast du Glück gehabt? Uniklinik Esculap. Ja, und kannst du von Glück reden mit deiner schweren Verletzung, dass die Uniklinik nicht umgezogen ist, sondern da geblieben ist, wo sie die letzten Jahre immer war? Also, ich wünsche dir was. So, jetzt bewege ich mich in Richtung der Kolonie. Das hier ist das Gebäude, wo die Kolonisten, glaube ich, schlafen. Und ja, hier kommen wir weiter. Ja, in die Kolonie Crawler City. Come on now. Ich glaube, hier ist die sagenumwobene Bar Bombed London. Das beste Irish Pub hier in der Region. Hier geht der Punk ab. Hier wird gefeiert, hier wird gesoffen, hier wird gehurt. Alles da. Willkommen! Willkommen beim Zooplus-Händler Spartak Adventure. Hereinspazieren! Das hier werden meine neuen Geschäftsräume werden. Hier der große Verkaufsraum mit Ausstellung. So, und
Ja, hier könnt ihr alles kaufen und auch alles verkaufen. Wenn du sowas im Ödland findest, bring bei mir vorbei. Ich habe die besten Preise, ich zahle wirklich gut und du kriegst bei mir eine mega Qualität. Und was ich nicht da habe, oh, da schauen wir mal, das werde ich dir irgendwie besorgen können. Ich habe ein ganz cooles Lager, aus dem ich eben halt Sachen rausbringen kann. Die ehemalige Behausung der Peltries, wie ihr sehen könnt hier, das Ex-Bombed London, ja, wird dieses Jahr von den Rockern genutzt. Das ist ihr neues Clubhaus. Ja, ja, was für eine Festung. Mitten im Wald, mitten im Nirgendwo. Findet selbst heraus, wer sich hier niedergelassen hat. Ja, und jetzt zeigen wir euch den Weg nach Oldenburg in die Stadt. Hier ist die Firma Schering und genau da gegenüber geht es hier rein. Und ja, wir sind mit dem Fiasko unterwegs und werden euch jetzt mal zeigen, wie man nach Oldenburg kommt. Oldenburg-Iversen, eine Vorstadt von Oldenburg. Ja, und wie man sehen kann, ziemlich verlassen. Ja, also, die Plattenbausiedlung sind ca. 500 Wohnungen. Das Ganze ist entsprechend unterkellert. Das heißt, das gucken wir uns gleich mal an. Wenn man hier reingeht, kann man durch den Keller und da hinten wieder rauskommen. Stocke duster, also dafür braucht ihr tatsächlich Taschenlampen. Ohne geht es nicht. Ich habe leider hier nur meine EDC-Taschenlampe mit dabei. Das heißt, die wird uns nicht so viel Licht spenden, aber
Ja, folgt mir einfach und wir gehen hier mal so ein bisschen rum und ich zeige euch das, weil vom Ambiente her ist das hier wirklich der Hammer. Und man muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich einer der Loot-Spots, die wir haben auf der Crawler City. Und ich garantiere euch eins, Dämmerung. Der Wind geht ganz leicht. Ihr streift hier lang, es ist mucksmäuschenstill. Bumm. Und plötzlich klappt irgendwo eine Tür. Euch rutscht das Herz in die Hose. Das ist wirklich vom Ambiente sowas von geil und immer wieder ein Erlebnis. Ich tobe jetzt schon fast 10 Jahre in Malwinkel rum. Aber jedes Mal, wenn ich hierher komme, habe ich Herzklopfen. Es ist einfach nur geil. Also, folgt mir, komm! Ja, hier gibt es sogar Hausnummern. Mal, es ist eine leerstehende Wohnung. Teilweise fehlen die Geländer, also wirklich vorsichtig mit dem, wenn ihr da hochgeht. Achtet da auf euch nicht, dass hier irgendwas passiert. Mittlerweile gibt es hier auch schon ein bisschen Graffiti, was die Scheiße finden. Weil ich glaube, so ein Gelände sollte man auch ein bisschen erhalten. Ihr müsst euch einfach überlegen, da oben sitzt irgendwo einer in der Wohnung und du gehst hier unten lang und der kann dich ganz locker von da oben wirklich beschießen. Also es ist wirklich echt so geil hier, das macht so viel Spaß. Ja, hier haben also so viele coole Momente schon stattgefunden. Und das heißt nicht, dass es immer Fights sein müssen oder Schießereien, sondern auch Aufeinandertreffen von Gruppen. Ja, die sich, sag ich mal, eine halbe, dreiviertel Stunde lang hier gegenseitig aufgelauert haben. Das ist echt Hammer. Das ist wirklich geil. Ja, wie man sehen kann, die Natur holt sich so langsam alles wieder zurück. Als ich das erste Mal vor 10 Jahren war, waren diese Bäume hier noch nicht so hoch gewachsen. Also da konnte man noch überall rausgucken. Aber es ist einfach geil. Durch diese Front dann da oben auf dem Balkon zu stehen, das ist einfach unbeschreiblich. Also ich glaube, man merkt, dass ich wirklich echt schwer beeindruckt bin und das nach so vielen Jahren, obwohl ich hier bin. Und es ist wirklich ein Erlebnis. Noch dazu in unserer Postapokalypse, es ist einfach unbeschreiblich geil. So, lasst uns mal in den Keller gehen. So, und das ist das, was ich vorhin meinte. Man kann jetzt praktisch den ganzen Häuserblock hier, sag ich mal, begehen. Ja, gehen wir einfach mal durch. Und schwupp, sind wir beim nächsten Eingang. Hier nach Loot zu suchen, ist oberaffengeil. Es ist einfach krass. Wirklich, Leute, es ist krass. Ja, also, erkundet es selbst. Ich will nicht zu viel zeigen. Ich will nur ein bisschen Lust auf mehr machen. Lasst uns mal in eine so eine Wohnung reingehen. Yeah.
zur Oldenburger Vorstadt Ebersten. Ja, und Günnis Kantine wird wieder hier untergebracht sein, altbewährte Location vom letzten Jahr. Ja, somit hat sich eigentlich nur der Händler verändert, das heißt der Spartak Adventures Plus Laden, der hat eine neue Location, das Krankenhaus ist an einer alten Location und auch Günnis Kantine, und das sind die drei neutralen Punkte, das heißt da kann wirklich jeder hinkommen, egal wer mit wem Beef hat oder was jemand gemacht hat, dort werdet ihr bedient. Jetzt, Leute, erkläre ich euch, warum ich ausgerechnet der Händler bin. Kommt mit und folgt mir. Eine Handelsware. Schutzwesten, ballistische Platten, Schutzwesten, Zubehör für Waffen, Munition, Verbandsmaterial, Essen, Munition, Lampen, Benzin, es ist alles da. Ich war ja bisher Text der Rocker. So, und ich sag mal, aufgrund von einigen Ereignissen habe ich gesagt, kann ich das nicht mehr machen. Ich muss wieder eine neutrale, total neutrale Position einnehmen. Und deshalb komme ich als neuer Charakter, Oliver Sachs, der eben halt, sag ich mal, genau diesen Hintergrund hat, den ich eben kurz erklärt habe, kommt halt in die Crawler City, um eben halt als Händler zu sein. Das heißt, ich kenne keinen hier in der Region. Das ist für mich ganz wichtig und das ist für unser Spiel auch ganz wichtig. Es gibt keine Gemeinsamkeiten mit meinem alten Charakter Tex. Wenn mich irgendeiner mit Tex ansprechen wird, werde ich immer sagen, Tex kenne ich nicht, wer ist das? Und wenn mir einer erzählt, ja, das war der Rockerboss, hey Mann, bin ich nicht verwandt und nicht verschwägert mit dem habe ich nichts zu tun. Also ich bin in einer komplett neuen Rolle, weil ansonsten würde das Spiel nicht funktionieren und ja, das nehme ich ein. Ja, Leute, das Video ist beendet. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Es sollte ja so ein bisschen Geländeguide, so ein bisschen IT, OT. Ich wollte euch mal die coolen Locations zeigen, das mega geile Gelände. Ich habe tolle Unterstützung gehabt von dem Torben. Torben, ich filme dich mal. Ja, der mich tatkräftig unterstützt hat bei dem Video. Dafür erst nochmal vielen Dank, Torben. Gern geschehen. Und ja, ich hoffe einfach, es hat euch ein bisschen gefallen, es hat euch angefixt und ja, hier kommt der Crawler City. Ich würde mich mega freuen, euch aus meinem Laden Spartak Adventures Plus auch beliefern zu dürfen. Also Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Olli. Ciao, ciao.